Moin, moin, schroffen Jungs und Mädels und herzlich willkommen hier auf dem Klo. Wir stopfen wieder ein Modul in den Gameboy und lernen es zusammen ein bisschen kennen. Dazu stelle ich den Männlichkeitsmuffin auf gute 5 Minuten, sodass wir einen kleinen Einblick in das Spiel bekommen werden und die ersten Grundlagen kennenlernen. Und das Beste bei einem Gameboy-Spiel ist ja, innerhalb von 5 Minuten hast du schon alles gesehen, was du wissen musst und kannst mit dem Game dann selbst auch mal loslegen. Wie mit True Lies zum Beispiel. Ja, wurde schon oft gewünscht von euch. Ne? Also, wir haben es gerade gesehen von Beam Software. Ich habe beim Tom und Jerry Game schon mal drüber geredet. Tom und Jerry, der Film, da habe ich wirklich sehr ausführlich auch nochmal eingeblendet, was Beam Software so alles für Klassiker auf den Gameboy draufgekloppt hat. Also eigentlich ein Anbieter oder Programmierungsteam, wenn ich das so eingeblendet gesehen habe, dachte ich immer so, eher für die zweite, dritte Reihe irgendwo bekannt. Und ja, sie sind aus der zweiten Reihe bekannt, aber eben auch für richtige Klopper teilweise. Ne? Ja, und True Lies ist auch wirklich ein gutes Spiel, auf die Systeme der damaligen Zeit auch ausgeweitet worden im Konsolenbereich, also Game Boy, Game Gear, Mega Drive und Super Nintendo wurde hier unterstützt und die Super Nintendo-Variante habe ich nie gespielt, aber die Game Boy-Variante erhält auch einen sehr guten Ruf bei den Leuten. Harry entert das Chateau unentdeckt. So, jetzt muss ich zugeben, ich habe True Lies ewig nicht mehr geschaut. Ich komme da überhaupt nicht mehr mit klar, was da so die Handlung war und so weiter. Ich weiß nur, dass eben auch Jamie Lee Curtis in einer sehr guten Rolle in dem Film zu sehen war. Arnold Schwarzenegger, dessen Filme ich immer gerne geguckt habe. Und ja, von daher mal gucken wir uns einfach mal diese Filmumsetzung an in dem Fall. Okay, Harry, you've got to attack the modem or to the computer, attach the modem to the computer so we can download its files. Okay, wir müssen einen Computer finden, ein Modem anschließen und Daten herunterladen. Oh, und da sind wir auch schon entdeckt worden. Mit der Wumme gibt's in die Omme. Na, komm mal um den Tisch rum, Kollege. Lustig, dass sie nicht... Ah, er kann doch über den Tisch schießen. Ja, wir können uns natürlich nur hier in die... Was sind das? 8 Richtungen oder so bewegen? Ja, haben wir noch mal ein bisschen... Haben wir eine andere Wumme eingesammelt? Tatsächlich eine Maschinenpistole. Mit Select können wir die wechseln. Sieht aus wie eine Spritze, wenn er die jetzt gerade so hält. So, Kollege, komm mal um die Ecke. Bisschen Hotline Miami-Feeling hier, ne? Das Coole mit der MP ist halt, dass er die so ein bisschen mittig hält, ne? Die Pistole hat er, obwohl, ne, die sind beide gleich mittig. Ja, man muss halt die Körperhaltung so ein bisschen dabei berücksichtigen. Oh, for goodness sake, Harry, watch out for the taxpayers. Okay, die war gar nicht bewaffnet, ja. Der ist bewaffnet. Pass auf, dass du keine Steuerzahler umlegst. Ja, wunderbar, ne? Also haben wir direkt mal hier so eine Reinigungskraft oder sowas weggemäht. Also wir müssen wirklich darauf achten, ob die Leute hier eine Wumme im Besitz haben. Da hinten ist ein Kellner, das erkenne ich an dem Tablett, was er trägt. Aber dieser etwas versetzte Schuss, der macht einem so ein bisschen zu schaffen. Ja, das Spiel ist auch ganz schön im Preis gestiegen. Wenn ich das mal vergleiche damit, was ich dafür bezahlt habe, ich meine, ich habe sogar von irgendeiner Börse auf so einem Grabbeltisch oder sowas mitgenommen. Also habe da wahrscheinlich dann so 5 Euro oder 6 Euro für bezahlt, wenn es hochkommt. Heutzutage liegt der Modul-Anschaffungspreis bei verkauften Auktionen, die ich gesehen habe, so bei 15 bis 20 Euro. Ja, und selbst mit 20 Euro fährt man je nach Zustand noch gut fürs reine Modul. Ne? Und das finde ich schon echt happig. Ja, meine Güte, wir werden hier aber auch belagert, ne? Also einfach nur den Computer finden und ein Modem anschließen, ist doch schwerer, als ich gedacht habe. Von da komme ich, glaube ich, ne? Genau. Mal wieder hier weiter. Aber wirklich, direkt so Hotline-Miami-Feelings hier. Das müsste man einfach mal rausfinden, ob Devolver Digital auch hier dieses Spiel nochmal zum Besten geben, wenn sie sagen, was so die, ja, die Eingebung war für Hotline Miami eben auch. Oder wo die... Oh, ich habe sehr wenig Energie. Wo die... Oh, jetzt sind wir niedergestreckt worden. Ich denke, wir müssen ganz vorne anfangen. Watch it, Harry. And look for first aid kits. Ja, die habe ich nämlich nicht gesehen. Aber wir können direkt an der Stelle weitermachen. Das ist gut. Ich bin mir relativ sicher, dass die Macher von Hotline Miami bestimmt auch sagen würden, ja, das ist auch einer der... Entschuldigung! You hit another civilian. One more and the boss won't like it. Okay. Ja, wir passen auf. Ja, aber ne, der erste Impuls, wenn ich irgendjemand hier um die Ecke kommen sehe, ist abschießen, abschießen. So, zack, zack, zack. Bup, bup. Oh, den haben wir nicht getroffen. Die kommen ja aber auch nicht unbedingt nach, ne? Aber egal. Aus dem Weg schalten hier die ganzen Kollegen. Ja, und schaffen wir es vielleicht noch? In OVP kann ich euch leider preislich ganz schwer was sagen. Es sind 2 Sachen verkauft worden. Ah, der hat auch eine Wumme. Ich wollte gerade schon sagen, ist das schon wieder so ein Zivilist?
Ich habe zwei Auktionen gefunden, die ausgelaufen sind. Die eine für 15 Euro in OVP, wo ich dachte, da kriegst du ja oft das Modul noch niemals für. Also da hat jemand entweder richtig Glück gehabt oder ich habe den Angebotspreis, also ich hatte in dem Fall das Angebot jetzt nicht mit Bild und Text und allem angeschaut. Kann natürlich sein, dass da vielleicht irgendwie die OVP total gedamaged war oder irgendwas. Huha. Und da haben wir das Zeitlimit schon erreicht. Aber wir wollen natürlich eben noch den Computer finden und das Modem anschließen, würde ich sagen. Das machen wir doch eben noch. Bisschen Munition gerade gefunden. Gesundheitstechnisch geht es mir jetzt auch nicht so übel hier. Ne, wir können doch irgendwie, da haben wir, glaube ich, nochmal Munition gefunden. The door is locked, Harry. You'll have to find the security pass card. Ja, das ist natürlich klar. Aber die kann nicht weit sein. Wir gehen wahrscheinlich hier nochmal hoch. In dem Raum ist da dann wahrscheinlich der Computer. Ja, und wir haben hier... Ach, Entschuldigung! Oh, schon wieder einer. Oh... Gott, ey. Usually the deranged psycho is seen as an asset of a government agency, okay? Aber du hast deine Verdeckung weggeblasen. Du musst die Mission neu starten. Okay, dann ist das für uns hier auch das Ende für die Ausgabe. Sorry, heute mal wieder Skill bewiesen, ne? Weidemann Skillmaster ist wieder am Start. Von daher, Entschuldigung dafür. Normalerweise schließen wir immer das erste Level, die erste Mission oder irgendwas ab, wenn es zeitlich halbwegs möglich ist. Ja, und von daher, sorry dafür, dass wir heute so hart gefailt haben. Aber mein erster Impuls war immer umschießen, wenn einer um die Ecke kam. Und ja, da war ich heute etwas zu schnell am Hebel hier unterwegs. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen an Infos, die ich rüberbringen wollte. Genau, das Einzige, was ich noch sagen wollte, Beam Software hat halt, wenn man auch so sieht, welche Spiele die gemacht haben und von wem die veröffentlicht wurden, haben die, glaube ich, den Publishern, die ihre Spiele veröffentlicht haben, oft auch einen Gefallen getan, weil die haben wirklich starke Spiele gemacht, ne? Ich kann ja eben noch mal ein paar einblenden, hier tut ja nicht weh. Und ja, haben aber immer Publisher gehabt, wie Hightech, LJN, Acclaim, und Acclaim ist da wirklich noch ein großer Name, ne? Und ja, aber LJN und Hightech, ja, die haben ja einen Ruf wie Donnerschall, von daher finde ich schön, dass wir auch mal hier wieder ein vernünftiges Spiel gesehen haben. Spielt sich butterweich, gute Steuerung, direkte Steuerung, schönes Gameplay, macht Spaß, auch mal was ganz anderes, ein schönes Action-Game auf dem Gameboy. Ja, und direkt so der Uropa von Hotline Miami zum Beispiel und Co. ist so die erste Referenz, die mir halt jetzt irgendwie direkt so einfällt. Ja, und von daher danke ich euch fürs Einschalten. Wir sind schon wieder längst über die Zeit drüber. Von daher sag ich, kommen Sie wieder, bleiben Sie geil, immer schön schroff bleiben und wir machen den Abzug für heute. Tschüss!